Über 2 Jahre lang hatten Kritiker der Regierung damit zu kämpfen, dass sie pauschal als rechtsextrem, antisemitisch, nationalsozialistisch oder ähnliches verleumdet wurden. Der 14. Mai 2022 war ein historischer Wendetag. An diesem Tag begann die außerparlamentarische Opposition, sich gegen Verleumdungen aktiv zur Wehr zu setzen. Corona-Leugner-Demo wurde erlaubt. Unfassbar. Hitler-Eklat bei Mauthausen-Gedenkstätte. Ich sag dir jetzt mal was. Du hast als Nicht-Jude und als Nicht-Opfer-Nachfahre keinerlei Recht, dich in die Programmgestaltung eines Shoah-Gedenkens von Menschen einzumischen, die ihrer Vorfahren gedenken. Nie wieder Mauthausen! Grundrechtsaktivist und Demo-Organisator Alexander Ehrlich, der als einer der führenden Köpfe der Corona-Proteste in Österreich gilt. Und auch als Antisemit. Der Herr Ehrlich? Jawohl! Der Herr Ehrlich? Ja? So sorgte er für einen Eklat, als er bei einer Corona-Demonstration vor dem KZ Mauthausen eine Hitler-Rede abspielte. Nie wieder Mauthausen ist ein Ort. Für mich heißt es aber eher nie wieder Bergen-Belsen. Nie wieder Dachau, nie wieder Auschwitz. Seit einem Jahr leide ich unter einer Verleumdungs- und Hetzkampagne sondergleichen, die überhaupt keine Grundlage hat. Mein Familienname Ehrlich kommt nicht von ungefähr. Ich habe jüdische Vorfahren. Dennoch hat mein Großvater in der deutschen Wehrmacht gedient, die Schrecken der Ostfront erlebt und vor dem Nationalsozialismus gewarnt. Antifaschismus ist keine Frage der Lust und Laune. Als Antifaschist wird man geboren, man hat es im Blut. Welche Worte sind es, auf die wir achten müssen? Welche Worte sind es, vor denen wir uns hüten müssen? Ich schließe euch vor. Ich meine nicht, dass man es verstehen sollte, oder? Gut, ich betrachte das als Zeichen göttlicher Führung. Ich wollte euch ein 40-sekündiges, für mich total signifikantes Passwortstück vorspielen, das für mich den Schlüssel der Aufhetzung der Menschen durch den Nationalsozialismus darstellt. Und im Sinne von während den Anfängen darf das nie wieder vorkommen. Ihr werdet euch vielleicht wundern, tatsächlich wurde ich angezeigt wegen des Verbotsgesetzes, wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, ÖVP, ich gehe davon aus, dass die Polizei und die Gerichte mit der vollen Härte unseres Rechtsstaates durchgreifen werden. Und Sie kommen und Sie sagen mir, als Judin, ich darf den Holocaust nicht mehr gedenken? Ich meine, überlegen Sie sich einmal, was das bedeutet. Hören Sie auf, das Narrativ in Frage zu stellen und gehen Sie nicht auf Demonstrationen. Die sind rechts, 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 alle rechts. Das funktioniert. Wir sind immer in der Verteidigung. Gegen Vorwürfe, gegen Verleumdungen, gegen Lügen, gegen Unterstellungen und Diffamierungen. Es wird Zeit, dass wir uns dagegen aktiv wehren und gegen die Hetzer gemeinsam vorgehen. Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche deine Hilfe. Liebe Grüße, Alexander.